Yo, Doc, this is the KIL Skills Spook 1. Come on, son, dig it. Buben, Hosen und Rollstuhl. Es sich gut gehen lassen. Buben, Hosen und Rollstuhl. Ja, habt ihr auch schon mit den Rollstuhl? Wiener Kurier ist einmal gestanden, sie teilen das Fernsehen in die Vor-Fetzberg-Ära und in die Nach-Fetzberg-Ära. Ja, ich glaub das. Buben, Hosen und Rollstuhl. Es sich gut gehen lassen. Buben, Hosen und Rollstuhl. Man muss zu seiner Peinlichkeit akkurat stehen. Gestern habe ich das erste Mal Kenntnis erlangt von der Foltermethode, seinen Sklaven zu befehlen, lange Zeit nicht zu urinieren, also den Harn im Leib zu behalten. Ja. Also man muss ja, also ich bin ja auch dafür, dass sich die Masochisten auch ein bisschen bequem haben. Ja. Also aufgehängt, das hat man sich ein bisschen kommod vorzustellen. Also ich bin halt da so ein bisschen kenkt. Also ja. Ich meine, ich bin halt in der Luft kenkt so. Das wäre auch sehr anstrengend und strapaziös. Aber wenn man so ein bisschen nach oben hängt, kann man sich ja anhalten. Buben, Hosen und Rohrstaben. Also ich komme ja eigentlich von der Sexualität. Sie waschen sich ja wahrscheinlich fortwährend. Daher wissen Sie, ich habe Waschzwang. Genau. Ja. Da wissen Sie gar nicht, wie gut Sie röchen, wüschen Sie sich seltener. Zum Beispiel einen Pyjama, wenn Sie jetzt nach Polen fahren, ja, dass Sie sich da 14 Tage lang den Pyjama anlassen, immer, und dann ein bisschen an sich schnuppern. Wissen Sie, wie gut das riecht? Buben, Hosen und Rollstuhl. Es sich gut gehen lassen. Buben, Hosen und Rollstuhl. Ich bin auch ein Schnitzel. Buben, Hosen und Rohrstaben. Es sich gut gehen lassen. Buben, Hosen und Rohrstaben. Oh, Rostbraten esse ich gern. Gerne. Mit Petersilie-Erdäpfeln. Man muss zu seiner Peinlichkeit akkurat stehen.